Servus. Ja, ich mache mal ein Putzkasten-Kisten-Update von Charlotte. Und da steht sie und schaut wieder grimmig. Wie? Aber wenn sie nichts zum Fressen kriegt. Und sie hat wieder ein frisches Haft. In Blau. Was da schon etwas kaputt geht. Ich zeige gleich mal schnell. Wenn ihr das sehen kannst, da geht es schon leicht kaputt. Aber es hält nur und falls es da kaputt geht, dann habe ich auch so einen Karabiner wie bei Bolle und dann funktioniert das eh wieder. So schaut dieser Verhau aus. Charlotte schaut einfach zu. Ja, das ist immer nur ihre Kiste. Und die Sachen sind nicht sauber. Aber ich zeige es euch jetzt alle mal, was da drin ist. Also, als erstes haben wir hier eine stinknormale Wurzelbürste drinnen, die dreckig und verharrt ist. Dann einen Gummistriegel, der nicht immer im Einsatz ist, aber ich zeige euch, hoppala, wo ich den sehr gerne mag. Gummistriegel, nämlich im Gesicht. Sie klappt immer die Ohren zurück, damit ich da gut hinkomme und es gefällt ihr. Wenn man sie damit im Gesicht putzt. Dann ganz klassisch dieser Nadelstriegel. Wird sie gern essen, kann man aber nicht essen. Dann glaube ich was. Oh, du hast Mundgeruch, Charlotte. Dann hat jeder. Hat. Da steht nochmal Rubas-Kratzer. Denn die ist neu. Die Mähne- und Schweifbürste. Das ist eine ganz einfache vom Rossmann. Die andere ist kaputt gegangen. Und die geht sogar viel besser. Also man reißt ja viel weniger Haare aus. Dann haben wir hier einen weiteren Gummistriegel. Striegel. Der ist. Ja, ist hier weich und sonst hart am Rücken. Und der ist super am Körper. Dann haben wir hier so ein Massage-Ding. Kann ich das Ding mal zwar. Sie hat früher hier so eine Stelle gehabt. Das fand sich hier immer so schön. Genau. Dann haben wir hier noch so ein Man kam, den irgendwie keiner mehr hernimmt, weil ich jetzt die Bürste habe. Dann noch so ein Desinfektion Teil. Dann die neueste Bürste ist diese Magic Brush. Und vorher hat sie so Bürstenkasten. Ich habe nämlich vom Krämer diese Wonder Brush gekauft und die macht es überhaupt nicht. Und deswegen freut mich jetzt, dass sie jetzt die mag. Vielleicht ist die nicht so hart oder keine Ahnung. Ja, und dann als Restchen ist noch ein Tuch drinnen. Und das war's eigentlich. Schon ist sie leer und dreckig. Achso, da liegen noch zwei meine Gummis drin. Das war's aber. Das war die Putzkiste. Jetzt ist sie leer. Nur die eine Bürste liegt drin. Und Charlotte hat die ganze Zeit zugeschaut. Genau. Ja. Ich werde sie jetzt mal putzen und dann überlege ich, ob ich eigentlich mitnehme. Und das wird vielleicht dann extra Video, ich weiß noch nicht. Genau, bis dann, tschüss.